Ein 18-Tonner plus Anhänger und eine Frau am Steuer, die das Fahren mit 40 Tonnen liebt. Man muss schon eine gewisse Portion Selbstbewusstsein mitbringen, um sich behaupten zu können. Aber die männlichen Kollegen, die sind auch sehr nett. Mir ist bisher noch nicht passiert, dass mich da jemand kritisiert hätte, nur weil ich eine Frau bin. Silke Schmitz fährt seit mittlerweile 6 Jahren Lkw. Seit einem halben Jahr arbeitet sie für die Firma Tock in Saarlouis. Die 46-Jährige hatte zuvor 10 Jahre als Altenpflegerin gearbeitet. Da ihr Mann als Fernfahrer in ganz Europa unterwegs ist, begleitete sie ihn in ihrer Freizeit regelmäßig. Irgendwann wollte sie dann aber selbst ans Steuer und erfüllte sich den Traum, den Führerschein zu machen. Vorbei die Zeit, in der sie nur Beifahrerin war. Ich fuhr dann oft mit meinem Mann mit, der ist auch Lkw-Fahrer. Das gefiel mir sehr gut und ich wollte dann auch mal selbst fahren. Er ließ mich aber nicht ohne Führerschein und machte dann selbst einen Führerschein und seitdem fahre ich dann auch. Fernfahrerin und immer unterwegs, das will Silke Schmitz aber nicht sein. Die ehemalige Pflegerin hat zu viel Angst davor. Von ihrem Mann erfährt sie regelmäßig von Überfällen auf Fahrer. Das Leben der Fernfahrer für sie zu hart und vor allem zu gefährlich. Die Saarländerin ist gerne nachmittags zu Hause. Wenn man so in den Nachrichten hört, dass Leute ermordet werden oder dass die tot aufgefunden werden, das ist schon sehr grausam. Da habe ich auch sehr viel Angst, wenn ich mal meinen Mann anrufe und der sich nicht zurückmeldet, umgehend zurückmeldet. Er meldet sich dann schon, sobald er Zeit hat. Aber man macht sich dann schon sehr große Sorgen. Lkw-Fahren, immer hinterm Steuer, für Silke Schmitz ein echter Traumberuf. Man hat seine Ruhe. Bei den Kunden ist es sehr schön, man lädt ab. Man hat mit der Zeit ja eine Stammkundschaft, die man regelmäßig anfährt. Und dieses Freiheitsgefühl, dieses selbstständige Arbeiten, das macht mir sehr viel Spaß. Silke Schmitz ist täglich in der Region bis nach Trier unterwegs. Eine Fernfahrt in die große, weite Welt würde sie schon mal gerne machen, mit ihrem Mann im Doppel.